Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Christian Mugrauer TV. In dieser Folge geht es um eine Kundin, die sehr schnell viel Erfolg hatte, Annette konkret. Über 20.000 Euro Umsatz mit ihren Premium-Produkten, mit ihren neuen Premium-Produkten in den ersten 5 Wochen und über 600 Gruppenmitglieder gewonnen für ihre Community. Das ist ein außergewöhnlich schneller und großer Erfolg, und zwar im Gesundheitsbereich. Das bedeutet, wenn Annette in dieser Nische das gelungen ist, dann geht das überall. Und deswegen möchte ich dir anhand dieses Beispiels genau erklären, wie das gelungen ist, was wir dazu beigetragen haben, was die Annette dazu beigetragen hat und vor allen Dingen, ja, wie du das auch hinbekommen kannst. Fangen wir mal an. Und übrigens, ich werde in diesem Video Szenen einschneiden als Beweis aus einem Erfolgsinterview, sodass du auch aus Annettes Mund bestimmte Dinge selber hörst. Ja? Also das ist ein super Video, schau das unbedingt bis zum Ende an. Fangen wir gleich an. Die Annette kam als Gesundheitsberaterin mit vielen Jahren Erfahrung auf uns zu. Sie hat sich auf alternative Heilmethoden spezialisiert, hat mit ihrem Mann einen Naturkostladen betrieben, aber hatte online keine Erfahrung und schon gar nicht mit Premium-Business. Also, was ich zum Beispiel für ein Problem hatte, ich bin sehr spirituell begabt und ich liebe auch diese spirituellen Begabungen und die hatte ich von klein auf. Aber ich habe in der Kinderbibelwoche im Kindergarten für mich entschieden, dass ich eine großartige Heilerin werde. So wie Das ist Jesus eine das Vision. gemacht hat. Ausgezeichnet. Wann war das? In welchem Alter? Vor der Schule, da war ich vielleicht Vor der Schule. fünf. Ja, das würde ich sagen, ist Weitsicht. Ja. Da ging es darum, dass es eben die Kinder von Gott gibt und die Kinder, die nicht bei Gott sind. Und das war dann eine einfache Wahl, dachte ich, also ich möchte gerne ein Kind von Gott sein. Und Das ist eine gute Wahl. für ein Kind von Gott gelten besondere Gesetze, ne? Weil bei Gott ist ja alles möglich. Und das fand ich halt mit 5 schon ganz toll, dachte ich, ja, da habe ich mich gleich entschieden, ne? Ein Kind von Gott sein. Und ich hatte dann später so eine Berufsfindung, große Schwierigkeiten, weil wie man mit Gott heilt, kann man nicht lernen. Du kannst ja nur Reiki lernen oder so. Ne? Das ist eher spirituell. Es gibt keine Kurse, wie man mit dieser Jesuskraft heilt. Und dann bin ich in einen richtigen Engpass gekommen. Bin ich jetzt spirituell oder bin ich jetzt theologisch? Und das war für mich eine sehr große Hürde. Und als ich nur im Seminarhaus unterrichtet habe, konnte ich es gut lösen. Da konnte ich mal so einen Kurs machen und so einen Kurs. Aber als ich dann selber so krank war, habe ich beides gebraucht. Und das war zum Beispiel etwas, das war so schwierig für mich, ne? Wie kann ich das jetzt nach außen bringen, dass ich spirituell bin und christlich? Und da hat zum Beispiel der Christian mir total geholfen. Ihr war klar, ja, dass sie eben, um diesen Hunger zu stillen, vielen Menschen zu helfen, von diesen Menschen gefunden werden muss. Und da hatte sie wollte unbedingt gefunden werden, um eben diesen Menschen helfen zu können. Und das ist ein Muster, das ich bei ganz vielen, Kunden beobachte, wenn sie zu uns kommen. Also wenn du dir das auch so geht, ja, dass du vielen Menschen helfen willst und von diesen gefunden werden möchtest, dann bleib dran. Also ich habe dann sein Webinar gefunden über Positionierung, weil ich habe gedacht, ich muss mich jetzt entscheiden, biete ich was Spirituelles an oder was Theologisches, ne? Und dann habe ich ein Webinar gefunden, einfach bei Facebook eingegeben, Positionierung, beim Christian rausgekommen. Und da hat er das so ganz in Ruhe und ganz liebevoll ja, so erklärt, dass man zu ihm einfach kommen kann, wie man ist und dass er einfach das so rauslösen kann. Was man da für Möglichkeiten hat, ja, dass man auch wirklich genau das in die Welt bringt, was man in die Welt bringen möchte, was man sich eigentlich selber gar nicht traut zu formulieren. Also wie gesagt, sie hatte quasi einen Bauchladen, keine Premium-Positionierung, deswegen war natürlich der erste Punkt, dass ich sie beraten habe, was die beste Premium-Positionierung eben war. Und weil sie kürzlich, ja, sich selber, sie hat Krebs überlebt, ja, das ist natürlich ein Geschenk, aber sie hat auch viel dafür beigetragen. Und ja, und deswegen haben wir das Wagnis eingegangen, sie da zu positionieren, und zwar genial zu positionieren, sodass das legal ist, sodass sozusagen, ja, du weißt, es ist ein bisschen heikel wegen den Heilversprechen, man darf das so nicht machen, aber sie hat einen super Weg gefunden, schlussendlich das zu tun. Seit ich mit dem Christian dieses Gespräch hatte,
habe ich überhaupt, ich kann das gar nicht mehr verstehen, warum ich mir selber so lange im Weg gestanden bin, nur weil ich mich gedacht habe, ich muss mich jetzt immer entscheiden, ist es jetzt eher spirituell oder ist es eher theologisch? Ne? Das war für mich quasi 20 Jahre ein Problem und das hat der Christian so, ne? War's weg. Also die Positionierung war natürlich der erste Schritt, wie bei einer schönen, bei einem schönen Haus, bei einer schönen Villa. Ja, da möchtest du nicht auf einem Sumpf das Fundament bauen, sondern du brauchst ein solides Fundament. Und das haben wir gemacht mit dieser Hammer-Premium-Positionierung, die sehr, sehr stark eben war. Zweitens, sie hat von uns in kürzester Zeit eine tolle Homepage bekommen und einen Kundengewinnungsfunnel, sodass sich Menschen bei ihr bewerben konnten, somit die Menschen auf sie zukommen konnten. Das, was sie sich gewünscht hat. Es war eine richtige Befreiung. Also ich habe jetzt lauter neue Freunde, ne? Also Loom und Zoom und Webinaris und FB-Pixel und ich weiß gar nicht, Digistore und keine Ahnung. Ich hatte vorher keine Ahnung, was das ist, aber man hat immer Hilfe und es gibt so, also der Christian hat einen riesigen Werkzeugkasten. Es gibt so allemal Video und so für Dummies, ne? Kannst du Schritt für Schritt. Du brauchst halt vielleicht ein zweites Laptop, ne? Dass du bei einem gucken kannst und beim anderen mitmachen. Punkt 3, ja, sie hat bestimmte Videos von mir zum Marketing ganz genau angeguckt und hat sich aus 100 Möglichkeiten, die ich in diesen Videos beschrieben habe, diejenigen ausgesucht, die sie angesprochen haben. Aber das hat mir am allermeisten gebracht. Ne? Und wenn jetzt jemand mich fragt, was machst du, kann ich es in einem Satz sagen. Und wer kann das? Ne? Also wer, gerade von den Menschen, die vielleicht schon 20 Jahre ihr Business aufbauen und ganz vielseitig sind, weil wir sind das ja auch so, wir haben das so gelernt. Wenn du eine Praxis hast, also eine Offline-Praxis, dann musst du immer was Neues bieten, immer was Neues. Ne? Und dann wird das immer noch ein größerer Bauchladen ist kein schönes Wort, aber ist die Wahrheit. Ja, und da hat sie mich sehr genau gefragt, wie das genau geht, was sie genau tun muss. Diese Videos hat sie immer wieder angeguckt und kam sehr genau mit genauen Fragen zu mir. Das mag ich natürlich sehr. Und ja, die Fragen konnte ich natürlich problemlos beantworten. Schlussendlich hat sie sehr viel ausprobiert und hat sich eben, wie ich das auch empfehle, mit ihrer Premium-Positionierung sofort massiv sichtbar gemacht und eben eine Community aufgebaut. Ja, mit diesen 600 Leuten. Die Annette hatte nach einer Woche schon 150 ja, gewonnen. Eben das, was ich meinen Kunden normalerweise sage, ist, sie sollen in dem ersten Monat etwa 100 gewinnen. Das hat die Annette massiv übertroffen in der ersten Woche. Für mich war einfach das Ziel so wichtig. Ne? Ich habe einfach gedacht, ich beiße mich da jetzt durch. Und wenn ich einen einzigen Menschen helfen kann, ne, dass es ihm besser geht oder ja, wir sind ja unter uns, ne, dass einfach der wieder ins Leben zurück kann, ja, dann lohnt sich das. Und dafür beiße ich mich da durch. Und der Christian hat gesagt, ich muss es nicht sagen, aber ich sage es trotzdem. Meinen ersten Lives, da hatte ich dann echt so Unruhezustände und bin immer so im Kreis rum und dann habe ich den Stift nicht mehr gefunden und das Blatt nicht mehr und so. Aber das legt sich und es ist einfach die Sache wert. Und wenn du das in einem Satz sagen kannst, für was du da bist und was du machen willst, dann bekommt es auch so viel Energie, dass auch Menschen sich angezogen fühlen. Ne? Man spricht ja von Sog, man baut Sog auf. Und das sieht man eben ihre Einstellung. Ja, sie hat hier einfach den Willen gezeigt, unbedingt, ja, sie hat halt massiv Gas gegeben und wollte gleich die Methoden rausfinden, die für sie super funktionieren und hat das einfach ausgetestet. Jeden Sonntagabend mache ich einen Vortrag. Für den bereite ich mich sogar ein bisschen vor, sonst spreche ich immer frei. Das ist immer um 19 Uhr und da versuche ich zu polarisieren. Und zwar war ich beim Christian und der Christian hat gesagt, ich soll polarisieren. Da habe ich erst mal 2 Tage nicht mehr gewusst, was er gesagt hat. Ich habe mir eine Notiz gemacht. Das war so ein blinder Fleck bei mir, so außerhalb von meinem Wortschatz und meiner Art mit dem Polarisieren und ich habe dann jeden, den ich getroffen habe, gefragt, was er darunter versteht. Also meine Lymphtherapeutin, meine beste Freundin, ne? Jeden habe ich gesagt, du, was wäre denn jetzt für dich polarisieren? Ich bin da echt nicht dahinter gestiegen. Ja, das war so ein wertvoller Tipp. Und jetzt kann ich das, ja? Also jetzt habe ich das, mache ich das immer Sonntagabends, da bereite ich mich dann drauf vor. Und ob ihr es mir jetzt glaubt oder nicht, ich habe das jetzt 3-mal gemacht und ich hatte jedes Mal nach dem Vortrag
Eine Anfrage mit Zusage. Was muss sie machen, um die Kunden in die Community zu bekommen? Und was muss sie machen, um in der Community so einen Sog aufzubauen, dass diese Leute auf sie zukommen? Genau, und das haben wir sehr genau besprochen, was sie da machen soll. Und das hat sie grandios umgesetzt, aber auf eine eigene Art. Ja? Also das heißt jetzt nicht einfach kopiert, sondern sie hat durch ihre eigene Art erfunden, ja? Wie sie eben perfekt rüberkommt, wie sie perfekten Sog eben entwickeln kann. Ja, Also, genau. das ist das Lustige, wenn man es jetzt hört oder wenn ich so meinen Satz sage, dann ist das alles total stimmig. Und deswegen sieht man das gar nicht, wie wertvoll das war, dass ich Hilfe bekommen habe. Ne? Ich hätte das alleine, wäre ich da nie hingekommen. Jetzt, wenn ich sage, ich begleite Menschen nach der Diagnose Krebs, das ist ganz einfach. Oder wenn ich sage, meine Gruppe heißt 1001 Tipps, die mir helfen, weil es halt genau passt zu mir. Aber ich hätte das nie gefunden ohne das Programm, ne? Und das ist ja das Lustige dran, dass du danach dann voll da so dastehst und du hast alles beieinander und dann ist alles ganz einfach. Aber wenn ich das PEP-Programm nicht gemacht hätte, wäre ich da nie hingekommen, ne? Das ist halt der Witz da dran. Also für mich ist das wie Weihnachten. Das ist immer noch so. Für mich ist das wie Weihnachten. Ich darf jetzt alles, was ich kann und bin, ja, und was ich erfahren habe und gelernt habe und das darf ich jetzt alles so verpacken und weitergeben. Ne? Und für mich ist es wichtig, dass ich nicht immer über mich danach denke, ne? Sondern dass ich nicht immer denke, ja, wie sage ich das jetzt oder welches Wort kommt wohin oder so, sondern dass ich also an die Menschen denke, die sich in Schlaf weinen. Ne? Ich habe ja auch eine Mission und die möchte ich ja in die Welt bringen. Und wenn sich das mal öffnet, dass man plötzlich diese Kanäle haben kann, dass man viel erreichen kann, das ist einfach ein Geschenk. Ne? Das ist das Geschenk dieser Zeit, dass man online sowas machen kann. Du kannst ja lange im Park sitzen und warten, dass zufällig einer vorbeikommt, dem du gerade weiterhelfen kannst. Und das ist es eigentlich, dass man das in dieses Ich Bin kommt, ja. Und dann klappt es auch mit der Strategie, weil das ist dann, das macht man dann halt. Das ist wie wenn man ein Baby hat, ne? Das ist auch anstrengend und es weckt einen und alles, aber man macht es einfach gern. Und ich bin super froh, weil ich freue mich ja über jeden, den ich erreichen kann. Und ich verschenke da auch viel erstmal, ne? Und dieses viele Verschenken hat mir jetzt auch wirklich 10 Verkäufe gebracht. Bekommst bei uns sozusagen so eine Art, ja, Orientierung, so eine Art Rahmen. Und das kann, da hast du so viel Platz, das mit deiner eigenen Kreativität auszufüllen. Und genau so kommst du zu außergewöhnlichen Erfolgen. Der Sog wurde dann immer stärker. Also sie hat jeden Tag bestimmte Dinge getan, um die Community aufzubauen. Ich komme immer mehr in das, was ich kann und was ich bin. Und dann mache ich dann live drüber und dann bedanken sich viele. Und das ist halt das Schöne bei diesem Online-Marketing. Du hast halt auch gleich diese Reaktionen und du hast Herzchen und Daumis. Und wenn man das dann für sich schaffen kann, dass man einfach sagt, okay, und die Dinge, die mir jetzt nicht so viel Spaß vielleicht machen, ne, wie diese ganzen technischen Sachen, das ist dann einfach nicht schlimm, ja. Das ist dann, da knabbert man sich halt durch und man hat ja immer Unterstützung. Aber wie toll ist das? Das ist jetzt ja alles schon fertig, ne? Das steht ja alles. Und ich bin jetzt nur noch der, der einfach mit Menschen spricht und meine Kurse da reinlegt, ne? Und das ging jetzt eigentlich sehr schnell. Also ich habe im August angefangen, ne? Und das hätte ich ja nie gedacht, dass es ja dann ja so möglich wird, ne? Wenn man einfach die Freude mitbringt und auch mal bereit ist, da sich reinzuknien und ein bisschen rumjammert, ne? Und plötzlich geht diese Tür auf. Das sind die zwei Elemente, die du dir merken musst. Du musst etwas machen, damit die Leute in deine Community kommen, täglich. Und du musst etwas machen, damit die Leute in der Community sich dieser Sog verstärkt und dann auf dich zukommen. Genau. Das sind deine zwei Haupttätigkeiten. Das hat sie einfach spitzenmäßig gemacht. So, und so wurde der Sog immer stärker und hat, so haben sich die Programmkäufe sogar quasi, wenn man jetzt die 5 Wochen anschaut, zum Ende sogar noch beschleunigt. Ja. Also das ist echt krass. So, und das Gute ist, wir arbeiten noch 15 Monate mit der Annette zusammen. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie mit weitem Abstand einfach unsere erfolgreichste Kundin werden wird. Also da liegen Millionen Umsätze stehen da im Raum, weil sie eben so vielen Menschen helfen will, auch Krebs zu überleben,
wieder ganz gesund zu werden. Genau. So, und weil sie eben diese Einstellung hat, hat sie in unserem 5-Monats-Programm, was sie an für sich zunächst gekauft hat, sehr rasch gesehen, wir bieten ja ein Star-Programm an, wo man eben auch ein Expertenbuch bekommt, wo man natürlich viel mehr Menschen erreichen kann noch und ja, sich einfach auch als Star in seiner Nische positioniert und etablieren kann. Und sie hat nach ein paar Wochen auf einem Seminar von uns das Star-Programm gekauft. Der Christian hat sich so bemüht. Und zwar hat er von Anfang an immer gesagt, man muss den Sprung machen. Ne? Und ich weiß nicht, wie oft er an dem Wochenende, also an der Bühne so gehopst ist, ne? So wumm, wumm, ging das immer. Das war sehr inspirierend. Und mein Mann und ich, wir sind immer so in dieser Energie, was trägt uns bei? Ne? Weil wenn man so Scheuklappen hat, wo zum Beispiel draufsteht, diesen Krebs kann man nicht überleben. Also ich hatte einen absolut unheilbaren Krebs, ja, hat noch nie jemand überlebt. Aus meinem Krebs ist jetzt ein Impfstoff gemacht worden. Ne? So selten ist es, dass jemand das überleben kann. Und wenn man immer dieses Brett vorm Kopf hat, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, das geht ja gar nicht, oder die anderen können es, aber ich nicht, dann kommst du nie weiter, ne? Und wir waren eben auf der Veranstaltung und haben einfach mal versucht, jetzt einfach mal die Barrieren runterzumachen. Ja, jetzt nicht immer, ja, das Geld haben wir nicht oder das ist ja toll oder warten wir mal und schauen mal oder nächstes Jahr oder so. Wir haben einfach so die Barrieren gesenkt und haben einfach geschaut, so wow, das ist ja eine Wahnsinnsenergie und in die Energie möchten wir auch kommen. Also ungewöhnlich früh hat sie sich ganz klar dazu committed, etwas sehr Großes zu erschaffen. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder beobachte. Ja, das heißt, das ist ein sogenanntes C-Ziel. Das heißt, sie hat ein Ziel sich gesetzt, das viel größer war als das, was sie vorher jemals erreicht hat. Also wir haben das dann gebucht und dann sind wir heimgefahren und dann waren wir total glücklich. Wir haben da wollen wir hin, ja? Wir wollen da hin und dann geht es darum, auch diesen Sprung zu machen. Und die Energie kommt einem dann entgegen. Das Lustige ist, ich erzähle das auch schon so viele Jahre, Menschen, sie sollen den Sprung machen, ne? Aber erst als ich jetzt wirklich einen Sprung gemacht habe in etwas, wo wirklich so wow, also dieser Wow-Sprung, ne? Da hat sich wirklich so eine Tür geöffnet. Ne? Da kommt die Energie dir entgegen und dann bist du eigentlich das schon. Ja, also für mich fühlt sich's an, als hätte ich schon dieses Buchprogramm. Ja, das fühlt sich für mich schon so an. Mein Ziel ist immer, wenn ich nach Oberstdorf gehe in die Buchhandlung, möchte ich, dass das Buch da liegt. Ne? Das wünsche ich mir schon seit Jahren. Und ich möchte dann gegenüber in die Pizzeria und dann sollen Leute kommen und sagen, sind Sie es? Darf ich Sie mal in den Arm nehmen? Ich bin Ihnen so dankbar und so. Ne? Das ist so mein Kundenavatar. So wünsche ich mir das. Ich möchte einfach ein ganz, ganz großer Beitrag sein. Und durch das, dass ich dass wir diesen Schritt gemacht haben, ja, in dieses größere Programm, da muss ich sagen, da war das Kleine fast noch nicht anregend genug. Also nimmt gleich ein größeres Programm. Ja, dann ist noch mehr Bitzel dahinter, ne? Das ist mehr Sexy. Da hast du irgendwie denkst du so, wow, was habe ich denn jetzt gemacht, ne? Und dann hast du einen ganz anderen Drive. Also ich hätte die Programme jetzt nicht verkauft so schnell, wenn ich mich nicht auch schon so fühlen würde, ne? Also ich fühle mich ja schon so berühmt. Also ich habe gar nicht den Eindruck, dass ich die Menschen überreden muss, bei mir das Programm zu machen, sondern ich finde halt, ich weiß halt, ich bin für die der beste Coach, ne? Weil jetzt haben sie mich gefunden. Und ich kann sie da rüberziehen, wo sie hin möchten. Ja, also mitziehen meine ich nicht über den Tisch, sondern ich meine so begleiten. Ne? Und wenn man so ein großes Programm hat, dann fühlt man sich schon so. Ne? Man ist wie schon ein halbes Jahr weiter vorne. Und da kann man sich dann auch raussuchen, mit wem man arbeitet. Ne? Man kreiert nicht mehr aus der Not. Man muss diesen Kunden jetzt nicht überreden, dass er bitte, bitte jetzt das Programm kauft, sondern wenn er möchte, darf er mitmachen. Ja. Und das spüren die Menschen und die suchen ja einen starken Coach, ne? Die suchen ja keinen, der sie bettelt, dass sie bitte mitmachen, sondern die möchten ja jemand, der eine starke Persönlichkeit hat und Selbstbewusstsein, ja, weil sie wissen, okay, der holt mich da raus aus der Scheiße, ne? Dieses Muster, dass wir, sagen wir mal, drei Dinge beisteuern, die Positionierung, ja, dann natürlich die Homepage und den Funnel und auch die Marketinganleitung, den Rahmen, ja, wie sie vorgehen soll.
Ja, das sind die drei Dinge, die wir beisteuern. Plus natürlich alle Fragen, die sie hat, sofort beantworten, ihr halt helfen, Feedback geben, das, was sie haben möchte. Da dazwischen ist unheimlich viel Kreativität gefragt. Da kannst du dich selber verwirklichen, da kannst du dich selber erfinden. Und ja, das ist genau das, was ich bewirken möchte. Denn du sollst ja keine ausgetretenen Pfade befolgen, sondern du möchtest ja deinen eigenen Erfolg, der dir auf den Leib geschneidert ist. Den möchtest du kreieren und dazu ist erforderlich, dass du deinen eigenen Weg findest und dabei helfen wir dir. Ja, ich möchte mich beim Christian bedanken, weil ich bin ja das schmale Tor, durch den so viele Menschen, also finden jetzt mich, ne, weil der Christian mich dahingestellt hat. Und der Christian hat eine besondere Begabung. Der Christian hat die, ich kann manchmal nicht so gut sprechen, ihr wisst warum, ne? Der Christian hat die pastorale Art, ne? Das ist eine ganz besondere biblische Begabung. Das ist quasi der gute Hirte, ne? Und wenn du halt bei ihm im Programm bist, dann ist das auch so, ne? Bist du so ein Wollschäfchen und egal, wo es jetzt klemmt, ne, dann zieht dich da wieder einer raus. Also ich kann es euch nur empfehlen und ich empfehle euch aber wirklich, bucht das Programm für euch, wo es bitzelt, ne? Da ist die größte Energie drauf, ne? Nicht so, ach, ich fange mal irgendwie an und schau mal, sondern gleich so richtig rein. Ja, du triffst auf lauter Menschen, die ein ganz großartiges Geschenk in diese Welt bringen wollen, ne? Die ganz viel Genialität mitbringen, die ganz besondere Fähigkeiten haben, die extrem außergewöhnlich sind. Und das war so, wir waren so glücklich. Das erleben wir sonst nirgendwo, ne? Dass man so einfach über das reden kann, was man machen möchte in der Welt und nicht nur über das Wetter, ne? Dass der andere zuhört. Das sind alles Coaches, ne? Das ist extrem angenehm. Also dieses Wertschätzende, ne? Dass man als Mensch so kommt und man ist da, also man wird extrem gut versorgt. Also das Essen war wirklich bestechend, ne? Kein Wunder, haben wir das Programm dann gebucht. Wir waren total voll mit lauter feinen Sachen. Und ich konnte zum ersten Mal nach 6 Jahren bis morgens um 3 wach bleiben. Ich musste immer um 9 hinlegen und es war aber so angenehm und schön. Ich habe halt gewusst, wenn ich jetzt nicht mehr kann, das Zimmer ist nebenan. Ne? Wir haben gefeiert im Hotel mit lauter Menschen, die alle etwas so einen Segen mitbringen. Und das ist dann, es ist sonst ja immer sehr technisch. Ne? Es geht viel um Technik. Und plötzlich stehst du vor lauter Menschen, die total im Herzen sind und total ihr Ding in die Welt bringen wollen und total inspiriert sind. Und es war so nett, wir sind dann um 3 ins Bett. Und mein Mann hat gesagt, boah, endlich mal normale Menschen. Wenn dich das angesprochen hat, dieses Video, ja, dann klick jetzt auf christian-mugrauer.com/yes und vereinbar deinen eigenen Gesprächstermin mit uns, kostenfrei. Dabei wirst du ganz klar herausfinden, ob du auch das Potenzial hast, wie Annette so durchzustarten. Und wenn du es hast, wie du vorgehen kannst, ja, was du machen musst, damit dir das gelingt. Genau, das kriegst du da raus. Link findest du unterhalb von diesem Video. Wenn du jetzt sagst, ja, das hat mir gefallen, das hat mich inspiriert, dieses Video, dann like es auf jeden Fall und schreib vielleicht sogar noch was drunter, was dich genau inspiriert hat. Abonniere auf jeden Fall den Kanal, dann wirst du immer darauf hingewiesen, wenn wieder ein neues Video kommt. Und ich hoffe, dass wir ihn schon bald kennenlernen und dass du auch schon bald so durchstartest und viele Menschen erreichst mit deiner Gabe und dass dich vor allen Dingen diese Menschen auch finden und zu dir kommen. Okay, alles klar, bis bald, dein Christian.